Ich glaube, die Stadtwache braucht bald dringend neue Leute. Tut mir sehr leid. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte alles vermieden, dass es so weit kommt. Dann könnte ich höchstwahrscheinlich auf dem Marktplatz auch noch klauen. Also, wenn wir eh schon der meistgesuchte Typ hier sind, dann kann ich auch noch die Truhen ausräumen. Tja, der Ort der Lösegeldübergabe. Die Leichen liegen hier noch rum. Aber ansonsten ist hier tatsächlich nichts mehr. Nö, dann habe ich wohl nichts übersehen und das ist einfach nur so immer noch auf der Karte auswählbar. Na gut, na gut. Besser gründlich als was verpassen. Dann wollen wir mal. Ach, wenn wir schon hier sind, sollen wir noch mal in die Perle gehen. Eventuell steht da ja noch jemand rum, den wir irgendwas geben können, sollen, was auch immer. Und ich denke, dann müsste doch Wade genug Zeit gehabt haben. Sehr schön. Kein Angriff. Ich freue mich. Tja, Kundschaft ist da. Isabella ist nicht mehr da. Wie gehabt, wie gehabt. Ihr habt meine Frage über dieses Gebräu, das euch so schmeckt, nie beantwortet. Sehr richtig, habe ich nicht. Warum geht es euch eigentlich nie aus? Kauft ihr es irgendwo? Ach, das gute Zeug verkauft keiner. Stellt ihr es etwa selbst her? Es gibt im Lager keine Destille. Ein Fass tragt ihr auch nicht mit euch herum, also falls ihr nicht. Oh nein. Was? Was reimt sich euer krankes Elfenhirn denn jetzt zusammen? Das würde den Gestank erklären. Plötzlich will ich gar nicht mehr davon probieren. Okay. Also Ogryn ist quasi seine eigene Destille. Was er oben reinkippt, füllt er unten wieder ab. Na köstlich. Too much information. Okay, hier haben wir zum tausendsten Mal alles überprüft. Hier liegen immer noch die Leichen von den Typen vom ganz zu Anfang rum. Okay, ich sehe es ja ein, ich sehe es ja ein. Hier gibt's nichts mehr. Und von Ogryns Getränken möchten wir auch nicht kosten. Das heißt, wir gehen zurück ins Marktviertel. Und just in diesem Moment fiel mir ein, dass wir auch noch Bruder Jenny Tiwi besuchen sollten. Der versprach uns ja auch eine Belohnung. Das werden wir auch noch tun. Und zwar am besten sofort. Das da war sein Haus, genau. Dann immer rein in die gute Stube. Ich hoffe mal, er ist zu Hause. Ja, sieht so aus. Er steht neben seinem, dem falschen, Waylon. Wenn das nicht unser Held ist, nach erfolgreicher Suche nach der heiligen Urne. Ich hatte euch nicht so bald zurück erwartet. Ich habe der Kirche geschrieben und von euren Abenteuern berichtet. Sie möchte, dass ich eine Expedition leite. Was haltet ihr davon? Ich bin sehr aufgeregt. Tja, das sind großartige Neuigkeiten. Na schön, gehen wir halt mal drauf ein. Es wird bestimmt ganz toll. Ihr habt das alles möglich gemacht.
Ich kann euch nicht genug danken. Aber ich werde es versuchen. Hier, nehmt das als Belohnung. Es soll euch gehören. In euren Händen ist es sicher sinnvoller aufgehoben, als wenn es hier im Haus herumliegt und Staub ansetzt. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss noch so viel vorbereiten. Wenn nur Waylon all das sehen könnte. Wir haben eine Rune des Meisters erhalten. Naja. Ich hatte ja auf irgendein tolles Amulett oder sowas gehofft, aber schön. Besser als nichts. Gut, Bin schon unterwegs. Dann werden wir mal den guten Wade nerven und hoffen, dass er seine Arbeit beendet hat. Hast du schon gehört? Andrastes Asche wurde gefunden. Hier in Pharrell. Ha, Mutter Fallin sagt, das sei alles Betrug. Mutter Fallin ist eine halbblinde alte Kuh. Jeder weiß, dass Andraste aus Ferelden stammte. Es ist nur logisch, dass man ihre Asche hierher zurückgebracht hat. Diese Asche ist so alt, dass sie inzwischen nur noch Staub sein kann. Ich glaube kein Wort davon. Tja, selbst die Klatschbasen wissen es inzwischen. Hallo, Wade. Natürlich. Der Questpfeil sagt mir wohl, dass er fertig ist. Seid ihr wegen eures Auftrags hier? Es ist vollbracht. Die Rüstung ist fertig. Und es ist Schrott. Das würde ich nicht mal ein Schwein mit Eiterbeulen tragen lassen. Wait, das erstaunt mich. Ich erkenne daran überhaupt keinen Makel. Ihr seid ebenso blind wie dumm. Die Beinschienen sind zu eng. Das scheuert. Die Farbe ist nicht einheitlich. Schaut, da ist ein Fleck. Schrott, wie gesagt. Es ist wirklich wunderbar, ein Kunstwerk. Hier, tragt es mit Verstand. Und jetzt, geht bitte. Tja, wir wurden hinauskomplimentiert. Und wieder brach hier ein Dialog ab, als ich Wade Heron ansprach. Verdammt. Das ärgert mich. Ich vermute mal, Zephyrin sprach mit Alistair, wenn er nach einem gläubigen Mann fragte, also ob er ein gläubiger Mann ist. Ich denke jedenfalls nicht, dass er Oberyn meinte. Ja, dann schauen wir uns doch mal Wades misslungenes Werk an. Eins Geschick, 0,5 Gesundheitsregeneration und natürlich Feuerresistenz. Ja, ist nicht so doll, ne? Aber immerhin haben wir nur 10 Sovereigns bezahlt. Die Quest ist allerdings nicht verschwunden. Beschaffe Drago-Schuppen für eine Rüstung aus Drago-Schuppen. Ja, macht Sinn. Meister Wade hat eine Rüstung aus Drago-Schuppen fertiggestellt. Auch wenn er selbst mit seiner Arbeit nicht zufrieden ist, ist die Rüstung doch beeindruckend. Wenn du ihm noch mehr Schuppen bringst, fertigt er mit Freuden eine weitere Rüstung an. Aha, weitere Drago-Schuppen, wo sollen wir die denn hernehmen? Also ich glaube nicht, dass wir noch so viele im Inventar haben. Wenn überhaupt. Doch, Tatsache, 5 haben wir noch. Wollen wir ihn direkt wieder damit nerven? Ihr Schuppen dabei? Ich möchte es nochmal versuchen. Ich habe so viel gelernt. Wait, lass bitte den Kunden in Ruhe. Wie kann ich euch helfen? Ich bringe neue Drago-Schuppen. Okay, interessant. Es reicht wohl, hoffe ich mal. Das muss ein Witz sein. Wir sind fertig. Egal. Oho, Heron, neue Schuppen für eine neue Rüstung. Bei Andraste, nein! Ich denke jede Nacht darüber nach, was ich anders machen würde. Ich habe schon alles im Kopf. Werte Heron, verzagt nicht. Diesmal geht es schneller. Wirklich? Ihr sorgt euch zu viel. Gebt mir einfach die Schuppen, dann fertige ich für euch mein Meisterstück an. Na schön, und dieses Mal lassen wir uns das Ganze 20 Sovereigns kosten. Also schön, ich will Perfektion, mach mich arm.
Perfektion, sagt ihr? Nun, ich könnte da einige wenige Veränderungen vornehmen. Dann schließe ich den Laden. Keine neuen Aufträge mehr. Bedenkt doch nur die Möglichkeiten. Ja, Harren ist sichtlich unbeeindruckt und eher genervt. Gut, dann schauen wir mal ins Quest-Log. Tja, er fertigt sie, allerdings weiß ich nicht, wie lange das dauern wird. Also ich weiß nicht, ob wirklich Zeit vergehen muss oder ob wir einfach nur raus und wieder reingehen können. Das können wir ja mal testen. So, einmal raus und einmal rein. Nee, ich sehe keinen Quest-Pfeil, also braucht das wohl tatsächlich seine Zeit. Dann möchte ich noch mal ganz kurz in die Taverne zum müden Adeligen, denn da gibt's ja noch die Giftextrakte, die wir abgeben können. Und eventuell haben die Freischärler irgendwas Neues. So, ja, der Wirt wird uns schon markiert. Na, bevor ich wieder irgendein Gespräch abwürge. Nee, sie wollen nicht reden, umso besser. Was darf es denn sein, Fremder? Ich habe einer eurer interessanten Gruppierungen einen Gefallen erwiesen. Ja, er nickt. Und wir bekommen wohl unser Geld. Ja, bekommen wir ganze schöne 4 Sovereigns. Wir haben ja 20 bei Wade gelassen. Ich sollte mal speichern. 141 haben wir noch. Ja, ist ja nicht so verkehrt. Was darf es denn sein, Fremder? Dann schauen wir doch mal, ob er eventuell noch weitere Sachen hat. Tatsache, da sind neue Sachen. Falscher Zeuge. Manche möchten meinen guten Ruf schaden. Geschäfte erfordern hin und wieder nicht ganz feine Methoden, aber diese früheren Partner hatten daran eben solchen Anteil wie ich. Ihre angebliche Reue riecht eher nach Opportunismus als nach einem schlechten Gewissen. Diese losen Zungen müssen verknotet werden. Ich brauche jemanden, der frei herumreist und weiß, was zu tun ist, wenn er auf einen derartigen Verräter trifft. Ja, wenn wir schon zwielichtige Quests machen, nehmen wir das an. Manche Leute können einfach nicht fair spielen. Da verändert man etwas zum Wohle aller und erntet dafür schiefe Blicke von den alten Männern. Kein Spielzeug mehr für mich, so scheint es. Außer ein umtriebiger Freund gibt eine strategische Spende ab, irgendwas Unauffälliges, das auch kleine Händler problemlos mit sich tragen können. Granate, also keine Granate von wegen Stift ziehen und wegwerfen und dann bumm, sondern Granat der Edelstein. Sagen wir 10 Stück, Geld gegen Geld zu tauschen wäre albern, aber meine Dankbarkeit ist gemeinhin sehr großzügig. Granate. 5. Wir haben 5. Super. Die ganze Zeit haben wir das Zeug verkauft. Wenn wir schon mal hier sind. Was darf es denn sein, Fremde? Zeig mir mal dein Inventar. Seht euch einfach um. Ich nehme nicht an, dass du Granate hast. Nee, eher nicht. Rezeptur der Verletzungsausrüstung und des starken Wundumschlags. Haben wir das noch nicht? Ja, dann wird das mal gekauft.
Ansonsten, das nehmen wir nicht. Dämonensekret, gefrorener Blitz kann weg, der Metallsplitter ebenso. Wir könnten aber tatsächlich ein paar Fläschchen kaufen, damit uns Windreader ein paar Tränke herstellen kann. Nehmen wir doch mal 40 mit. So. Und unser restliches Zeug wird der wohl eh nicht kaufen. Also lassen wir es dabei. Gut, da war, glaube ich, ja, der Verbindungsmann der Freischärler. Wo es nichts Neues gibt. Na gut. In den hinteren Räumen dürfte eigentlich auch nichts mehr sein. Nö, dann werfen wir ganz kurz einen Blick auf diese schurkischen Quests, denn ich bin mir nicht sicher, wo wir zum Beispiel diese falschen Zeugen finden sollen. Der hagere Frank, ein Unterschlupf beim Kalenhatsee. Cam von Redside ist häufig in den Geschäften von Denerim. Ah ja, okay. Und der furchtsame Brian schleudert ihn zu Poten. Bei den Zwergen von Orsamar. Okay, also einen finden wir schon mal hier. Granate und 12 Liebesbriefe haben wir scheinbar immer noch nicht. Tja. Dann würde ich doch mal drauf tippen, dass wir den Gesuchten eventuell in den Wundern von Thedas finden. Die Wunder von Thedas sind ja auch immerhin das einzige Geschäft, mal von Waits Laden abgesehen. Und hatte ich recht? Ja, scheinbar schon. Da oben mit Leibwächtern steht er, der alte Cam. Und scheinbar können wir noch mit ihm reden. Ich wusste, es würde soweit kommen. Ich habe das ganze Geld ausgegeben, um mich vorzubereiten und werde jetzt bestimmt nicht sterben. Tja, hättest du eventuell was anderes gesagt, wärst du eventuell auch nicht gestorben. Aber wenn das schon drauf anlegt... Gut, der Geistschlag hat gezündet. Dann frieren wir die ganze Bande mal ein. Und ich schätze, das war's schon mit Cam. Ja, offenbar war es das tatsächlich. Ich möchte ganz kurz mal schauen. Zephron, Taktik. Dein Mal des Todes. Rang des Ziels ist Elite oder höher. Tja, eigentlich sollte es stimmen. Dann stellen wir das doch noch mal per Hand ein. So, Gegner ist Boss oder höher. Dann nutzt du bitte auch das Mal des Todes. So. Und ansonsten haben wir bei Zephron eigentlich alles eingestellt, ja. Dann speichern wir das. Und hat Alistair... Ja, ich aktiviere wieder meine Zaubermacht. Hat Alistair eben bei irgendeinem stinknormalen Typen das heilige Zerschmettern genutzt?
Es sah mir so aus. Warum zum Teufel macht er das? Es ist zweimal auf nächsten sichtbaren Magier eingestellt, aber er nutzt es bei irgendeinem Typen. Ganz merkwürdig. Naja, ich lasse es mal drin. So, dann wäre das... Ich kann es ja nicht lassen. Wir schauen mal ganz kurz. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? Aber immer doch. Ein ganz kurzes Blickelein. Rezeptur des mächtigen Lyriumtranks. 11 Sovereigns, das ist teuer, das ist teuer. Ich lasse es mal. Eigentlich schlucken wir ja nicht so viele Lyriumtränke. Gut bei dem Kampf mit Gexkang eben schon. Aber in der Regel kommen wir ja ohne zurecht. Hier gibt's noch so ein Skillbuch für Talentpunkte, aber ansonsten... Ja, ansonsten können wir es, glaube ich, mal sein lassen. Wir hatten doch von Jenny TV eine Rune bekommen. Was war das? Zauberresistenz? Ja, 8 Stück. Naja. Ring der Zeitalter, Resistenzen. Nö, brauche ich nicht. Okay. Das war's dann hier. Und eventuell ist Wade ja inzwischen schon fertig. Er meinte ja, es würde schneller gehen dieses Mal.